Ich würde gerne zielen können so richtig, aber es geht einfach nicht. Keine Chance. Hier, weiter schon mal. Wow, fuck. Wow. Au. Au, was zum... Ah, Boot wieder gut machen, na toll. Ja, toll, ich weiß aus dem... Ja, super, weil ich hier... Die Fahrzeugsteuerung noch genauso beschissen ist wie im Original. 3, 2, 1, vorbei. Ach, no, ach toll, ich war schon drin. Ich, ist egal, jetzt hat es eh keinen Sinn mehr. Jetzt hat es eh keinen Sinn mehr. Neustart, bitte. Ich gebe freiwillig auf. Ah, also das Spiel ist immer noch so schwer wie früher. Jetzt, ne, ich hab das Kapitel doch nicht, das ist doch gut gelaufen, ist hier doch volle Leben. Ist doch alles awesome, das musste ich Erfahrungsjagd jetzt. Also das Problem ist echt, ich hab in Mafia Original hatte man das ganz normale Fadenkreuz, der man aus dem Auto heraus geschossen hat und konnte damit die Reifen anvisieren. Das kann ich so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihn aufhalte durch den Typ, wenn ich auch nicht zielen kann. Man muss ja echt Glück haben mit dem Schießen, dass er irgendwie automatisch trifft. Aber das bezweifle ich, dass es passieren wird, weil er schießt ja ganz merkwürdig. Also er zielt ja nicht wirklich. Bumm. Ich meine, er geht ja, er zoomt kurz ran. Ich weiß nicht, ob er automatisch da was erfasst oder so, weil ich meine, ich mache damit offenbar nicht wirklich... Ah, doch. Okay. Also was, wenn das Fadenkreuz kleiner wird, ja? Ist ein bisschen blöde, aber ich weiß nicht, manuell schießen besser im Original. Das ist spaßiger. Das ist ja keine Herausforderung, wenn man das so machen kann. So, das wäre gegengefahren, wir von auch schon. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie es funktioniert. Richtig geil finde ich die Mechanik aber nicht. Hatte vorher was mit Geschick zu tun, jetzt eigentlich nur noch draufhalten. Nein, nicht schon wieder. Jetzt habe ich es geschafft, sehr gut. Okay. Komm schon. Genau das denn hier. Ups. Hier ist jemand mit Sicherheit, komischerweise. Hm. Entweder ist da was super gepanzert oder ich muss ihn wirklich rammen. Hab ihn. Glaube ich. Okay. Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich Gib hätte mir das Geld! Sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Das war's? Ich muss die anderen beiden nicht irgendwie zum Arzt oder sowas bringen? Hm. Intermezzo, 38, 8 Jahre später. Ah, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri $1 machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Nächste Geschichte. Aber zumindest das Ziel gerade im normalen Schießding war eigentlich recht einfach. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. War einfach als Original irgendwie. Idiot!
Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Import? Sieht auch komisch aus, der Typ. Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin... Ich meine, sieht ja fast genauso aus wie der Don Salieri hier. Die hatten optisch mehr unterscheidbare Elemente im Original. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Vielleicht täusche ich mich auch. Wir glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Schön. Spaß. Spaß ist immer gut. Darum macht man auch so Mafia-Ding, wenn man Spaß haben will. Yeah. Super spaßig. Fair Play. 2 Jahre später, 1932. Jetzt wird hier auch nicht die Time geskippt, sage ich euch. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann nicht mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Ich wundere mich jedes Mal, wie früh diese blöde Mission im Spiel kommt. Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Auch komisch, dass er mit Sarah nicht angebandelt hat. Ich meine, er ist 2 Jahre schon hier. Hat sie aber noch gar nicht kennengelernt so wirklich, obwohl sie bereits auch erwähnt wurde. Direkt nach der ersten Mission. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Für ich? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, Penner. Er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott. Was für eine Nacht. Für dich vielleicht. Komm ich darauf? Für die Bräute eher nicht. Ich komm darauf. Na, endlich bin ich Mitglied hier.
Kann ich hier irgendwas Tolles finden? Langweilig. Ich meine, wohnen alle hier? Nee, ne? Der Don wohnt wahrscheinlich hier oben, würde ich mal bedenken. Oder hat er eine richtige Villa? Ich meine, eigentlich müsste eine Villa haben. Das ist doch eher ein Arbeitsplatz hier als alles andere. Für jeden von den Leuten. Guck mal. Die Gesichter sehen so komisch aus irgendwie. Familie. Schön. Mehr haben wir nicht bei uns? Ist ein kleiner Laden. Das wächst garantiert noch. Guck mal, Zigaretten. Meins. Ich frage mich hier, ob diese ganzen Sammelsachen mit dieser Mission anders sind oder ob man die auch verpassen kann. Ich meine, theoretisch könnten die halt hier immer hier liegen, hier oben, und ich kann es immer einsammeln, wenn ich dran denke. Praktisch kann es aber auch eben missionsabhängig sein. Dann wiederum kann man sie aber nicht nochmal sammeln, wenn man sie verpasst. Also wie gesagt, dann verpasst man sie tatsächlich. Das wäre auch wie doof. Aber es ist halt nicht so Open World. Wie Mafia 3 oder so. Hey, Tommy, bald wird's hey, ernst, oder? Ralfi. Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Okay. Oh, hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Früher gab's die aber da drin immer. Oder hier vorne im... Was? Da hat ein Kind geschrien. So, ich hab 6 im Besitz. Krass. Links, rechts. Also mit Pfeiltasten. Wow, was ist... Wieso hab ich Kit hier in meinem Automobilpark stehen? Ja, Hammer, nehmen wir. 193 km/h. 209 km/h. Das ist 1932. Gab das echt schon so? Wundere mich jedes Mal drüber. Das ist ja. Komm, liebe Leute, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Liebe Entwicklers. Oh. Das explodiert gerade. So krank, dass man diesen Wagen auswählen kann. Oh, der hat eine fette Beschleunigung. Ich muss trotzdem aufpassen, ist zur Polizei unterwegs. Offenbar doch mehr, als ich dachte. Hey, das ist ja... Es kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Auto so in die Zeit reinpasst. Das wirkt auf mich nicht so. Das ist ja Hammer, die Luxuskarre. Ja, Moment. Mein Hupe klingt so. Es ist eine Hupe. Das kann doch nicht sein. Also, vor allem, ich habe da... Beleuchtete Armaturen, was zum... Nein, nie und nimmer gab es das damals so, wie es hier ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal guckt man die Autos drumherum alle an. Ich meine, klar, dass hier eine Edelkarre ist und es gibt auch heute natürlich Autos, die unbezahlbar sind und oder aber nur für einen speziellen Personenkreis zugänglich, die natürlich auch viel krasser sind als die ganz normalen Dinger, die man auf der ganz normalen Alltagsbahn sieht, aber trotzdem, das ist doch echt... Das ist... Ich meine, ich finde es gut, das Fahrgefühl ist auch recht viel besser mit so einem alten Ding. Nein! Au, fuck. Ich hätte künftig nur noch diesen Dingens fahren, glaube ich, weil es einfach so schön schnell ist zum einen. Es ist vom Handling her schon mal ein Stück weit besser als die anderen Autos, die ich gerade gefahren bin. Oh, bist schon da? Krass. Ist schon nicht schlecht. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphies Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Geld habe ich keins. Leider. Nur das Auto mitgebracht, aber es ist wertvoll genug, oder? Als Pfand vielleicht? Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Boah, es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Oh, fuck. Bremsen ja nicht so gut.
Mann, oh Mann, oh Mann. Da wären wir. Dann zeig mal her, das gute Stück. Ich meine, das Rennen selbst ist ja die Mission danach dann erst, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich habe noch Aufschub. Das heißt, die nächste Aufnahmesession wird es wahrscheinlich erst dazu kommen. Heute nicht mehr. Denke ich mir. Hier ist er.